Herzlich willkommen zum fünften Video der Reihe Einstieg in den Aktienhandel. Heute geht es darum, welche Aktien ihr kaufen sollt und ganz besonders, wann man die kaufen soll. Ihr seid bei Trendinvest, dem Kanal für Investmentideen mit Zukunft. Mein Name ist Michael Gref, ich mache die Arbeit und ihr habt das Vergnügen. So, wir haben in dem Kurs schon einige Videos hinter uns gebracht. Wir haben angefangen mit den Anfängerfehlern, dann haben wir einen Brokervergleich gesehen, ich habe die Tools für den Aktienhandel vorgestellt und dann auch eine Möglichkeit aufgezeigt, wie du dein persönliches Portfolio zusammenstellen kannst. Und heute geht es darum, wie man Aktien findet für bestimmte Branchen zum Beispiel und dann einen guten Einstieg in diese Aktien kriegen kann. Dafür schauen wir uns jetzt erstmal die Branchensuche an. Wenn ihr investiert, solltet ihr das immer mit einer gewissen Weitsicht tun. Und bevor ihr jetzt anfangt, wild einzelne Aktien zu kaufen, solltet ihr euch heuer immer erst überlegen, in welche Branche möchte ich investieren, ja, also welche grobe Richtung möchte ich gehen. Und diese Branche sollte dann ein paar Kriterien erfüllen. Und die möchte ich hier kurz durchsprechen. Und zwar sollte das erstmal eine attraktive Branche sein. Also irgendetwas, wo sich die breite Masse an Menschen auch mit identifizieren kann. Es sollte die Welt ein bisschen besser machen. Ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt eine unglaublich neue Neuerung in der Pelzindustrie geben sollte, ja, die die Branche auf einmal attraktiv macht, ist es trotzdem keine attraktive Branche an sich. Dementsprechend sind das solche Sachen wie erneuerbare Energien, ja, die die Welt ein bisschen besser machen oder das wandelnde Gesundheitswesen hin zu diesen Biotech-Firmen zum Beispiel, ja. Oder die immer besser werdende Technologie, das wären dann Bereiche, die eine attraktive Zukunft haben und die auch von der breiten Masse akzeptiert wird und auch gemocht wird. Weil je mehr Leute deine Branche mögen, desto größer ist natürlich das Potenzial, dass diese Leute auch dann dort investieren. Dann das zweite Kriterium wäre, dass es ein Wachstumsmarkt ist. Das bedeutet, dass ihr euch die Frage stellen müsst, ob der Markt, in dem diese Branche aktiv ist, in der Zukunft noch größer wird oder ob der eher kleiner wird. Zum Beispiel erneuerbare Energien werden jetzt in der Zukunft eher einen größeren Markt haben, weil der Energieverbrauch sowieso schon mal steigt, weil wir immer weiter weggehen wollen von diesen alten umweltschädlichen Methoden, Energie zu produzieren. Das ist also der zweite Punkt. Also sind wir in einem Wachstumsmarkt. Der dritte Punkt ist es eventuell eine Branche, die Subventionen bekommt, durch den Staat zum Beispiel oder von der EU. Subventionen sind immer eine Möglichkeit der Regierung, um der Entwicklung eine Richtung vorzugeben. Also dort, wo viel subventioniert wird, dort wird auch viel geforscht, dort gibt es neue Kenntnisse und dort entstehen neue Märkte. Also sind Subventionen ein gutes Mittel, um herauszufinden, wo die Reise in der Zukunft hingehen könnte. Dann ein weiterer Punkt sind disruptive Technologien. Das sind Technologien, die alte Technologien ablösen. Und das in einer Art, die besonders ist. Und zwar sind es dann meist Technologien, die günstiger herzustellen sind, die aber einen ähnlichen Leistungsumfang haben wie die alten Technologien, ja, oder neue Sachen ermöglichen. Wie zum Beispiel damals die Einführung des Smartphones von Apple. Das war eine disruptive Technologie, die hat die komplette Branche durcheinander gewirbelt und hat das iPhone dementsprechend dann sehr stark vorangebracht. Die Apple-Aktie ist ja auch enorm gestiegen im letzten Jahrzehnt zum Beispiel. Dadurch, dass sie diese disruptive Technologie auf diesen Markt gebracht haben. Und zu guter Letzt sollte von eurer Seite ein gewisses Verständnis vorliegen für die Branche, in die ihr investieren wollt. Ja, also wenn ihr euch da wirklich gar nichts erklären könnt, ja, und euch jahrelang dafür einlesen müsstet, dann ist es keine gute Idee, in diese Branche auch zu investieren. Weil woher sollt ihr wissen, wo die Reise hingeht, wenn ihr nicht versteht, in welchem Fahrzeug ihr euch befindet? Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Als Beispiel wollten wir uns heute mal die E-Commerce-Branche anschauen. Ja, also alles das, was mit dem Online-Handel zu tun hat. Anhand dessen Beispiel werde ich jetzt die folgenden Entscheidungen mal treffen, damit ihr seht, wie so ein Prozess denn abläuft. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir eine Aktie kaufen wollen oder mehrere Aktien in dieser Branche oder ob wir in einen ETF, einen Branchen-ETF investieren wollen, der diese Branche abbildet. Dafür müssen wir erstmal schauen, gibt es überhaupt einen Branchen-ETF? Ja, welche Titel sind enthalten? Und entspricht dieser ETF unseren Erwartungen? Falls ihr das alles bejahen könnt, dann könnt ihr natürlich die Vorteile dieses ETF nutzen und dann in diesen ETF investieren. Dann hat man direkt eine Diversifizierung mit dabei, ja, man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen.
Aber oft ist es der Fall, dass diese Branche entweder noch nicht von dem ETF abgebildet wird oder dass die Titel, die in diesem ETF enthalten sind, einfach nicht euren Erwartungen entspricht. Und dementsprechend möchtet ihr dann eventuell eher einzelne Aktien raussuchen, um dort von diesen einzelnen Unternehmen zu profitieren. Ein weiterer Vorteil von Einzelaktien ist natürlich, dass wenn ihr einzelne Titel habt, die ein besonderes Produkt zum Beispiel herstellen oder die einen gewissen Vorteil gegenüber den Konkurrenten aufweisen, können diese Aktien natürlich auch sehr viel mehr steigen im Kurs, als es der ETF eventuell könnte. Der ETF gibt dementsprechend ein wenig Sicherheit, aber dementsprechend auch ein bisschen weniger Rendite. Das hatten wir ja schon mal im ersten Video. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr einen solchen Branchen-ETF finden könnt. Dazu schauen wir mal auf justetf.de. So, das ist die Seite justetf.com. Wir suchen uns jetzt einen Branchen-ETF für die E-Commerce-Industrie. Dafür gehen wir jetzt hier auf ETF-Suche und suchen mal nach E-Commerce. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel den HAN-ETF Emerging Markets und Internet E-Commerce. Der hier oben, der geht nur für die Logistics, also nur für den Versand von Waren wahrscheinlich. Und deswegen schauen wir uns jetzt den hier an. Und da sehen wir jetzt schon, der ist dieses Jahr schon sehr stark gestiegen, um 72%. Allerdings ist dieser ETF nur für die Emerging Markets, ja, also nicht für die Industrieländer. So, und da sehen wir jetzt hier eine kleine Übersicht. Was immer interessant ist, ist hier ja, die Kosten, 0,86% pro Jahr, das ist relativ teuer. Fondsgröße ist auch relativ klein mit 109 Millionen. Man sieht das hier, ist auch mit Gelb markiert. Genau. Aber ist dieses Jahr wirklich schon gut gelaufen. So, und dann schauen wir uns mal an, was denn da alles drin ist. Dafür kann man jetzt hier dieses Factsheet anschauen. Und da sieht man hier ein paar Informationen zu dem ETF. Aber was uns jetzt interessiert, ist die Zusammensetzung. Dafür scrollen wir ein bisschen runter. Und wir sehen jetzt hier drin, Alibaba ist hier drin, Meituan, Daiping, Tencent und noch ein paar andere. Ja, und größtenteils dann in Asien vertreten mit über 77%. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpraktisch. Das wollen wir vielleicht nicht so eins zu eins mit ins Depot nehmen, weil es wirklich nur Emerging Markets sind und dann in einer Branche. Das ist jetzt nicht unbedingt ideal. Also lässt sich hier eventuell die Möglichkeit nutzen, in eine einzelne Firma zu investieren, wie zum Beispiel Alibaba. Da wir uns gegen diesen ETF entschieden haben, müssen wir natürlich jetzt erstmal Firmen finden, in die wir überhaupt investieren können. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine gewisse Liste an Firmen, die wir uns dann näher anschauen können, die wir durchfiltern können und so weiter. Dafür ist es jetzt ganz praktisch, dass wir uns auf finvis.com nun der Branchen-App bedienen können. Ich springe mal kurz rein und zeige euch diese Map. So, hier sind wir auf der Seite finvis.com. Ich möchte euch gerne diese Branchen-Map hier zeigen. Dafür klicken wir jetzt mal hier drauf. Und da sehen wir jetzt schon die einzelnen verschiedenen Branchen. Und weil wir uns das nicht nur in den USA anschauen wollen, sondern hier klicken wir mal auf Full und schauen uns die Performance an über das letzte Jahr zum Beispiel. Und da sehen wir dann schon, welche Branchen in diesem Jahr gut gelaufen sind. Also alles, was hier sehr grün ist, ist ein positives Zeichen. Und dementsprechend liefen diese Branchen. Diese sind hier in Vierecke zusammengefasst. Das sind jetzt hier zum Beispiel die Konsumgüter, die zyklischen Konsumgüter mit den verschiedenen Unterkategorien. Ja? Also zum Beispiel Internet Retail, genau das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Ja? Und da haben wir dann eine ganze Liste an Unternehmen, die man sich anschauen kann zu. Und das Ganze kann man natürlich auch für jede andere Branche machen. Man sieht zum Beispiel, dass es hier auch in den Financials jetzt nicht so gut lief. Hier ist alles rot oder auch hier unten bei den Öl- und Gasunternehmen. Anhand von dieser Branchenmap könnt ihr euch also orientieren, welche Branchen in letzter Zeit gut gelaufen sind und welche eventuell auch eine gute Aussicht in die Zukunft haben. Nun können wir innerhalb dieser Branche einen Aktienscreener aufsetzen, der uns dann die ganzen Aktien in dieser Branche nach gewissen Kriterien filtert. Natürlich könnt ihr auch auf Eigenrecherche gehen und diese Kriterien auf die Aktien anwenden, die ihr in der Eigenrecherche gefunden habt. Ich habe jetzt mal vier Kriterien mitgebracht, die für unseren Fall erfüllt sein sollten, damit wir in diese Aktie investieren. Und zwar geht es darum, dass wir eine Performance in den letzten 6 Monaten haben, also eine Kursperformance von mehr als 10%. Also der Kurs muss steigen, sozusagen. Dann wollen wir ein Umsatzwachstum, was höher ist als 5%. Das auch in verschiedenen Zeitebenen. Also wir können dann das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre durchschnittlich größer als 5% setzen zum Beispiel. Und dann auch das Umsatzwachstum im letzten Quartal, dass es wenigstens positiv ist. Also dass wir jetzt keine Aktie erwischen, die gerade einen Abwärtstrend aufweist. Dann setzen wir das Gewinnwachstum auch auf größer 5%. Und wir wollen eine Firma haben, die bereits Gewinne erzielt.
Das Problem bei Firmen ist, die noch nicht rentabel sind, kann es sein, dass das Geschäftsmodell sich am Ende gar nicht rechnet. Und diesem Risiko setzen wir uns nicht aus, wenn wir einfach nur Firmen in unserem Depot haben, die wirklich schon Gewinne erzielen. So, dann gehen wir jetzt mal in den Screener und stellen diese Kriterien ein. So, wir sind jetzt wieder auf finvis.com auf dem Stock Screener. Ich habe jetzt hier unsere Bedingungen schon mal eingetragen. Also wir wollen in der Internet-Retail-Branche uns umschauen. Wir wollen ein Umsatzwachstum von über 5% über die letzten 5 Jahre pro Jahr, das muss man dazu sagen. Und wir wollen ein Gewinnwachstum, also Earnings per Share, über 5% dieses Jahr. Und wir wollen ein Earnings per Share von Quartal zu Quartal, was auch positiv ist, damit die Richtung auch wieder in die positive Richtung geht. Und wollen auch eins, Umsatzwachstum Quartal zu Quartal auch wieder im positiven Bereich haben. Und was ich jetzt noch vergessen habe einzustellen, ist, dass wir eine profitable Firma suchen. Also eine Firma, die bereits Gewinn erzielt. So, und dann schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse an. Das sind jetzt gar nicht mehr so viele, und zwar 5 Stück. Einmal Amazon, Alibaba, JD.com, Etsy und VIP Shop. Okay, auch wieder was aus China. Genau. Und wir sehen, das sind alles schon relativ solide Unternehmen, die jetzt hier stark steigen. Amazon hat hier die höchste. Ach so, genau. Ich habe nach Marktkapitalisierung sortiert in absteigender Order. Also Amazon ist die größte Firma und hier dieses VIP Shop zum Beispiel ist die kleinste. Genau. Wir wollen heute unser Beispiel von der Aktienanalyse mal an der Alibaba-Aktie machen. Wir haben uns jetzt Alibaba rausgesucht und wollen dieses Unternehmen jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja? In welchen Segmenten sind sie aktiv? Ja? Also welche Unterbranchen sozusagen verdienen sie ihr Geld? Wie groß ist das Wachstum in diesen Branchen? Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel Umsatz in einem großen Segment machen, dieser aber schrumpft und die anderen Segmente nicht mehr wirklich viel wachsen, dann wäre das ja eher von Nachteil. Ja? Dann wäre das Unternehmen nur noch mit Cash-Cows voll, ja? Also Produkte, aus denen man nur noch Geld zieht, aber keine Innovation mehr da. Ja, also wir brauchen schon Segmente, die stark wachsen, die vielleicht noch nicht so groß sind, damit das Unternehmen auch eine gute Zukunftsaussicht hat. Und dann schauen wir auch, ob diese Segmente auch unseren Erwartungen entsprechen. Manchmal hat man zum Beispiel Unternehmen, die machen einfach sehr viel in sehr vielen Bereichen und am Ende bleibt gar nicht mehr viel von der Branche übrig, in die wir eigentlich investieren wollen. Dafür schauen wir uns jetzt mal den Quartalsbericht von Alibaba an. So, dann werfen wir mal einen Blick in die Investor Relations Seite von Alibaba. Ich hoffe, gibt man einfach auf Google ein, Alibaba Investor Relations. Dann kommt man direkt auf diese Homepage. Und dann sehen wir jetzt hier schon ein paar Informationen zu dem letzten Financial Release, also Quartalszahlen. Und dort gibt es dann meist auch eine Präsentation, die man sich anschauen kann. So, und da wollen wir jetzt mal rausfinden, in welchen Segmenten Alibaba so aktiv ist und wie das Umsatz Wachstum und Gewinnwachstum in diesen Segmenten so gewesen ist, oder Segmentwachstum eigentlich. Da scrollen wir ein bisschen durch. Hier gibt es schon ein paar Informationen. Ja, also Umsatz ist hier wohl schon ganz gut gestiegen. Ja, Cloud-Services sind wohl gut gewachsen mit 60% über ein Jahr. Sieht schon mal sehr gut aus. Gehen wir ein bisschen weiter. Und genau, hier haben wir jetzt die verschiedenen Segmente, in denen Alibaba aktiv ist. Ja, also zum Beispiel den Commerce Retail im Customer Management macht 45% insgesamt aus und ist 20% gewachsen. Das ist schon mal gut. Ja. Also große, große Sparte, über 20% gewachsen. Das ist schon sehr, sehr toll. So, und dann haben wir zum Beispiel noch, also hier haben wir noch andere Commerce, also alles, was mit Handel zu tun hat. Dann sind sie auch im Logistikbereich unterwegs, auch stark gewachsen mit 73%. Die anderen Commerce-Sachen sind auch gut gewachsen. Und dann hier unten haben wir noch das Cloud Computing, was auch sehr zukunftsorientiert ist. Gewachsen mit 60%, das ist schon enorm. Auf jeden Fall macht im Moment ja 10% von Umsatz aus. Das ist schon sehr gut. Ja. Also von den einzelnen Segmenten sieht das sehr gut aus. Ist sehr stark auf diesen Commerzteil ausgerichtet und dann nur ein kleiner Teil in dem Cloud Computing und Digital Media und Entertainment. Dementsprechend kriegen wir auch das, was wir haben wollen. Ja. Wir wollen ja in E-Commerce investieren. Und damit sind wir jetzt bei 84% E-Commerce und Logistics ein bisschen sind wir gut dabei. Da wir uns jetzt für diese Aktie entschieden haben und sie ins Depot nehmen wollen, brauchen wir jetzt noch einen guten Zeitpunkt, wann wir diese Aktie einkaufen. Dafür können wir hier diese drei Hilfsmittel benutzen. Und zwar einmal den gleitenden Durchschnitt auf Tagesbasis über die letzten 20 Tage. Dann können wir mit Fibonacci-Retracements arbeiten, um bestimmte Kursmarken zu finden. Und wir können den RSI nutzen, um zu schauen, ob der Zeitpunkt wirklich günstig ist.
Diese ersten beiden Methoden habe ich in diesem Video bereits vorgestellt und für den RSI gibt es ein separates Video hier. Wie wir jetzt sehen, ist der Chart in einem Aufwärtstrend, das ist schon mal sehr gut, und er liegt gerade unterhalb des gleitenden Durchschnitts, was auch schon mal ein guter Einkaufszeitpunkt wäre. Dann die Fibonacci Retracements sehen wir, dass wir bis auf das 0,24er Retracement zurückgekommen sind und daran wieder abgeprallt sind. Das heißt, es ist jetzt noch in kein Bärenszenario übergeleitet. Ja? Also der Aufwärtstrend ist immer noch intakt. Und anhand des RSI können wir sehen, dass wir nach diesem überkauften Bereich jetzt in die neutrale Zone zurückgekommen sind. Und weil wir uns in einem Aufwärtstrend befinden, wäre das jetzt zum Beispiel ein günstiger Zeitpunkt, um sich in die Alibaba-Aktie einzukaufen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass viele Leute jetzt denken, okay, die Aktie ist so stark gestiegen, ich traue mich jetzt nicht, komplett mein ganzes Geld zu investieren. Ich möchte lieber eine sichere Methode, bei der ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, ob ich jetzt einen Fehler mache oder nicht. Und dafür gibt es noch eine zweite Möglichkeit, und zwar den Einstieg über einen Sparplan. Ja, also dafür legen wir uns einen Sparplan an, zum Beispiel über Trade Republic. Links zu Trade Republic und den ganzen Brokern, die ich empfehle, sind natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Gerne nutzen, um euch da ein Depot aufzumachen. Und zwar können wir hier profitieren vom Durchschnittskosteneffekt. Das bedeutet, dass wir relativ unabhängig vom Kursverlauf sind und wenn die Kurse fallen, unser Einstandskurs dementsprechend auch immer weniger wird, weil wir immer wieder nachkaufen von der Aktie. Aber dadurch, dass wir bereits den Check getan haben, ob das Unternehmen ein gutes Unternehmen ist und eine zukunftsreiche Aussicht hat, ist es auch egal, wenn es da mal kurze Rücksetzer macht oder sowas. Dann können wir das eher nutzen, um uns zu freuen, dass wir nochmal die Aktie zu einem günstigeren Kurs einkaufen können. Diese Methode kann man dann anwenden, wenn man zum Beispiel bei stark gestiegenen Aktien einen Einstieg finden will, weil man jetzt nicht traut, direkt alles zu investieren, weil das Chance-Risiko-Verhältnis vielleicht einfach zu schlecht ist, wenn sie, keine Ahnung, 20-30% im letzten Monat gestiegen ist oder sowas, aber man möchte schon dabei sein. Dann kann man halt auch über diesen Sparplan reingehen und dann bei einem Rücksetzer sich freuen, dass man nochmal ein paar Teile dazu günstiger nachkaufen kann. Oder es wird sich auch eignen für Rebound-Aktien, also Unternehmen, wo man denkt, okay, die haben jetzt nur eine kurzzeitige Schwäche und werden in Zukunft wieder besser werden. Aber dadurch, dass man nicht sagen kann, wie lange diese kurzzeitige Schwäche anhält, nutzt man einen Sparplan, um einfach da sicher zu gehen, falls die Kurse weiter fallen, dass man dann immer noch günstiger in die Aktie reinkommt. Hier auf der rechten Seite wäre das jetzt mal das Beispiel für Alibaba mit einem Sparplan, der zweimal im Monat ausgeführt wird, wie man es auf Trade Republic dann auch einstellen kann. Und dann würden wir jeweils zu den Kursen bei den schwarzen Pfeilen einkaufen. Wie ihr seht, manchmal kaufen wir ganz günstig ein, wo der Kurs gerade niedrig ist. Manchmal kaufen wir aber auch zu hoch ein und dementsprechend ergibt sich dann ein durchschnittlicher Einstiegskurs, der irgendwo in der Mitte liegt. Und somit könnt ihr dann schwer was falsch machen. Ja, an der Stelle sind wir auch schon durch. Sucht euch doch auch mal eine eigene Branche raus, in die ihr investieren möchtet und geht diese Punkte nach und nach durch. Ihr könnt mir ja auch erzählen, für welche Aktien ihr euch dann entschieden habt oder für welchen ETF, den ihr euch ins Depot gelegt habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.